So, Omi, zeig dir mal von deiner besten Seite. Guck mal, hier habe ich Omi geschenkt. Zeig mal her. Nein, du musst mich dann ganz. Na, ich zeig dir den Pullover, Oma. Oha. Oha. Richtiger Stylo, Milo. Direkt, ich sag dir so, wie es ist, du siehst damit direkt 10 Jahre jünger aus. Mindestens. Zeig mal von hinten den guten Paul. Oder wie sieht's? Oha, Oma. Was? Lies nochmal vor. Groß in good faith. Said I was and really, weiß ich nicht, was du sagst. Yours, I know that you hear me. That you hear me. Dass du mich hörst. Ihn doch hörst. Ja. Neue Lichter eingebaut. Mein Elektriker war gerade hier. Digga, das kommt richtig geil hier im Flur. Sieht so richtig so Miami Vice mäßig so retro geil aus irgendwie. Ich weiß auch nicht, mich macht das richtig an. Oh, geil, Mann. Und ich habe auch noch eine Lampe verbastelt selber unterm Sofa. Kommt eigentlich auch ganz cool, finde ich. So auf dezent. Unterm Sofa-Beleuchtung. Hinten ist noch eine extra Lampe. Kommt auch ganz nice. Und dann nochmal eine Frage direkt hier an Philips. Ich habe eure Lichtleiste hinten angebracht, damit ich ambiente Beleuchtung habe, weil ich keinen originalen Philips-Fernseher habe. Das Problem ist bloß, dass das Signal vom Fernseher halt nicht ausgestrahlt wird. Das heißt, sowas wie Amazon oder Netflix oder Spotify, alles, was ich auf dem Fernseher direkt installiert habe, wird halt nicht an die Lichtleiste gesendet, weil der Fernseher halt kein Ausgabesignal hat, sondern eigentlich nur ein Eingabesignal. Gibt es da eine Lösung? Also ich sage euch ehrlich, vielleicht ist es auch so ein Männerding nur und die Frauen mögen das nicht so, aber die indirekte Beleuchtung unterm Sofa kommt gefährlich geil. Digga.